noch drüben. Bereit, er erwartet uns. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Pardon, Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Alors, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super! Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe Sie dann an. Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen. Ich aktualisiere den Kommunikator. Eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Aha. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin. Wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye-bye. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen, Templer. Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind dein... Oh, gut gemacht, Junge.
Finde den Computer. Und wenn's schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach... Und jetzt pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Gewiefter Bastard! Ein Pirat durch und durch! Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Kaffee-Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm! Das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Kaum hatte ich sie runtergeladen. Du sollst deinen Job so sehen.
Freigabe für 17 verschiedene Länder. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn La'ahad angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Altair! No! This is not our way! To burn a man's body is forbidden! Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Thank you.
now resume the practice of dressing as a man. I have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been. How is he? Hour three, doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate Initiative, Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam! Miriam, are you awake? What? Miriam, they're coming for me. Who is? The guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Basil, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me! They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. It's the spy of St. Petrus. No, I don't want to be here. Seven! Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years, and I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right, so how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again, please. All right. You'll do that? Of course, yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted, that's all. It's all right, hon. Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940.
Seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich, ich meine, für dich sind es nur ein paar Sekunden. Ein Schritt runter in der Playlist. Jedenfalls, ich sprach von Clay. Kismarek, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt. Weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. An den falschen Stellen rumgeschnüffelt. Hey, was war los? Und? Ich habe alles gut hingekriegt. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline. Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe.
Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Yes, sir.